Spielen. Ja, und jetzt seriös. Ja, hi. Perfekter Einstieg. Genau, ja. So viel zum Thema. Der Hansi wieder. Immer diese Touristin. Ja, wir sind hier im Deutschen Museum und haben hier wieder gepflegten Spaß. Wir haben auch endlich mal WLAN. Hey! Das heißt, wir können hier quasi auch mal streamen. Ne? Plan. Also nicht hier den Stream, den er in der Buchse trägt, sondern so den Stream von wegen... Ja komm, den braunen Streifen hat doch jeder gesehen. Was? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Habe ich gefragt. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall Spaß. Wir haben diesmal ein bisschen mehr hier aufgebaut. Ja. Und wo ich den Teddybär gerade mal hier habe, fragen wir ihn mal, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht meinen Halloween-Mini Cooper. Ich habe mitgebracht ein paar kleine Skyhawks nach dem Modell von Cylon. Und ich habe mitgebracht meinen Tragschnabelwagen mit der Taurus vom Brixie und dem Gerätewagen, den ich mir so mal gekauft habe. Sehr cool. Und ich würde sagen, Worte sind ganz schön, aber wir gucken es mal an. Wir switchen mal. Zeigen dann einfach mal hier deine Eisenbahn. Wie lang ist die insgesamt? Die dürfte jetzt so an die 2 Meter lang sein, mit dem Waggon und der Lok. Nee, was sind halt schöne Sticker. Oh ja. Wo kommen denn die Sticker her? Boah, wenn ich halt wüsste, wer die gemacht hat. Ich glaube, er war so ein Patzon-Bricks oder so, keine Ahnung. Das war bestimmt eine richtig geile Sache. Ja, und hier, ich nehme mal an, das ist dein Morast-Modul in Genau. Ja, das ist so Anspielung darauf. Ja, auf jeden Fall cool. Und hier sind die einzelnen Gleiter. Der ist cool. Und ist der hier von Hansi gesponsert oder passt auf jeden Fall nach nebenan. Würde passen, ja. Ist auch schon wohlwollend in Kenntnis genommen worden. Da hat ein Oktanflieger dabei. Ja. Der wird vielleicht im Laufe des Tages auch mal auf dem Hochhaus vom Hansi landen. Ja, bietet sich ja an. Bietet sich an. Ja. Ansonsten nehme ich euch jetzt mal mit auf eine Tour. Ich lasse den Teddy jetzt mal hier stehen und zeige euch mal, was wir sonst noch dabei haben. Wir wühlen uns gerade mal durch die Kinder durch, die jetzt die nächste Runde starten. Und da ist im Übrigen die Michelle, die ist wieder mit dabei. Die kümmert sich gerade mal um die Leute. So, hier ist dann meine Fläche. Da seht ihr den Knight Rider, mein Sparschwein und mein Mini selbst. Meine Optimus Prime Garnison. Sag mal Hallo Michelle. Hallo. Jetzt Hallo Michelle sagen müssen, du kennst mich. Hallo Michelle. Das Polizeiauto, hier Jurassic World und der Brickhead passt sogar richtig cool da rein. Darth Vader wird natürlich Standesgericht gesichert. Der Unimog ist am Start. Und hier ist von Mirko der Platz. Der hat den Rasenmäher dabei und Vögelchen Krieg. Die Michelle hat Scooby-Doo mitgebracht. Und das Big Bang Theory Sofa, das darf natürlich nicht fehlen, das ist sehr geil. Hier ist auch Groot mit am Start. Ich bin Groot. Nicht anfassen bitte. Nicht anfassen. So, und hier sind dann noch die Racer von Mirko. Zum einen der, den ich neben der Michelle foliert habe, der getarnte. Und passend zu meinem Hook, der Lightning McQueen. Der Golf. Einmal in Gelb und einmal in Dark Purple mit Pritsche. Das Chip ist natürlich auch sehr cool. Lass mich gerade mal vorbei. Der Hot Rod Chill mit 4 Chrom. Der Mini, den hat der René ja eben schon angesprochen. Und der 18 Van, auch sehr geil, passend zum 80er Jahre. Und was ich da vorne anstellen. Hier der Zug nochmal von unserem Teddy. Hi! Und hier dem Hansi seine geile Oktan-Landschaft. Zum einen können wir hier Lord Business, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen pornografisch, aber ins Badezimmer spannen. Hier Spider-Man ist auch schon da. Hier wird noch spät gearbeitet. Das Bürohaus, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und viele kleine Highlights, da wird das Gold gescheffelt. Das können nur Lego-Mitarbeiter sein. Und hier die Pumpenstation, die ist sehr cool gemacht. Vielleicht kriege ich den Hansi nachher nochmal dazu, dass er was dazu sagt. Wie es halt so ist bei den Ölleuten, es läuft immer was daneben. Und hier die Pflanze, die verspeist auch schon. Wie ihr also sehen könnt, haben wir sehr viel hier zu bieten und zum Angucken. Und ja, seid ihr in der Gegend von Bonn, dann schaut einfach hier vorbei. Ihr könnt natürlich auch den Rest der Ausstellung genießen, denn hier gibt es nicht nur unser Lego, sondern noch jede Menge anderes. Wie ihr sehen könnt,
alles aus den diversen Jahrgängen ist hier vertreten. Hier schön für die ältere Generation, die älteren Sets. Also ihr könnt ja wirklich alles Mögliche sehen. Kommt vorbei und dann später mit unserem Racern. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Und ich gehe jetzt mal gucken, ob meine Autos überhaupt noch fahren. In diesem Sinne, bis denn.